Hallo, ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage, das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen im ersten Teil, erstens vorab bei Lektion 3, das Einkommensteuerrecht und die EÜR. Das Kapitel hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten und das endet mit Leitsatz 2, Einkommensteuerveranlagung. Lektion 4 lautet Einstieg in Umsatz- und Gewerbesteuer. So. Lektion 3. Das Einkommensteuerrecht und die EÜR. Die Ermittlung des Gewinns. Beschluss 4 bis 7 Einkommensteuergesetz ist neben der Ermittlung des Überschusses. Beschluss 8 bis 9 des Einkommensteuergesetzes. Ein zentraler Bestandteil des Einkommenssteuergesetzes. Das Einkommenssteuergesetz wiederum stellt die gesetzliche Grundlage des deutschen Einkommenssteuerrechts dar. Neben dem Einkommenssteuergesetz als Hauptnorm existieren noch die Einkommenssteuerdurchführungsverordnung, in Klammer ESTDV, die Einkommensteuerrichtlinien und die Erlasse der Finanzverwaltung. Die Durchführungsverordnung regelt explizit einen bestimmten Bereich des Besteuerungsverfahrens innerhalb der Einkommensteuer. In den Richtlinien und den Erlassen werden die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung, in Klammern vereinfacht Finanzamt, dargestellt. Doch was soll das überhaupt sein, die Einkommensteuer? Wie der Name bereits sagt, wird das Einkommen besteuert. Es handelt sich bei der Einkommensteuer um eine Ertragssteuer für natürliche Personen. Die Ertragssteuer der juristischen Personen, in Klammern GmbH, AG und ähnliche, ist übrigens die Körperschaftssteuer. Die Gewerbesteuer ist ebenfalls eine Ertragssteuer. Siehe Lektion 4, Einstieg in Umsatz- und Gewerbesteuer. Hierbei wird der Gewerbeertrag eines Gewerbebetriebs besteuert. Die Gewerbesteuer kann bei natürlichen Personen und bei juristischen Personen auftreten. Die Einkommensteuer müssen jedoch nur natürliche Personen bezahlen. Zur Ermittlung der zu zahlenden Steuer wird beim zuständigen Finanzamt eine Einkommensteuererklärung eingereicht. Es handelt sich hierbei um eine Jahressteuer. Die Besteuerungsgrundlagen werden immer für ein Kalenderjahr ermittelt. Natürlich ist es möglich, dass neben einer Einkunftsart weitere Einkünfte vorhanden sind. Theoretisch kann ein einzelner Steuerpflichtiger alle 7 Einkunftsarten in der Steuererklärung aufführen. Wie sieht jetzt der Aufbau einer Einkommensteuererklärung aus?
Einkommensteuererklärung. Erstens, die erklärten Einkünfte werden summiert. Der Fachbegriff dafür lautet Summe der Einkünfte. Zweitens, nach der ermittelten Summe der Einkünfte werden personenbezogene Begünstigungen geprüft und angesetzt, nämlich folgende Freibeträge. Nach der ermittelten Summe der Einkünfte werden personenbezogene Begünstigungen geprüft und angesetzt, nämlich folgende Freibeträge. Freibetrag für Alleinerziehende, in Klammern Single mit Kind. Der Altersentlastungsbetrag für ältere Steuerpflichtige ab Vollendung des 64. Lebensjahres ist ein Freibetrag für bestimmte Einkunftsarten oder der Freibetrag für Land- und Forstwirte, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind. So. Das dann vorliegende Ergebnis ist der Gesamtbetrag der Einkünfte. Also Summe der Einkünfte minus Begünstigung ist Gesamtbetrag der Einkünfte. So. Jetzt sind wir bei drittens. Wurde im Vorjahr Verlust erzielt, die Ausgaben waren höher als die Einnahmen, erfolgt an dieser Stelle der Abzug dieses noch nicht berücksichtigten Verlustes. Beschluss 10d Einkommensteuergesetz vom Gesamtbetrag der Einkünfte, in Klammern Verlustabzug. Diese jahresübergreifenden Verluste werden durch einen Verlustfeststellungsbescheid durch das Finanzamt bescheinigt. So. Diese jahresübergreifenden Verluste werden durch einen Verlustfeststellungsbescheid durch das Finanzamt bescheinigt. Danach werden die Sonderausgaben mindernd berücksichtigt. Darunter werden von der Natur her private Aufwendungen verstanden, die jedoch durch den Gesetzgeber steuerlich begünstigt sind. Dazu zählen zum Beispiel Aufwendungen für die Krankenrenten- oder Haftpflichtversicherung, ja sogar die bezahlte Kirchensteuer. Auch Spenden, in Klammern freiwillige Zuwendungen an Begünstigte, abschließend in der Abgabenordnung aufgeführte Gruppierungen, sind als Sonderausgaben in bestimmten Größen, in Klammern abhängig vom Einkommen, abziehbar. Sollten erhöhte Aufwendungen für Krankheiten, Beerdigungen oder ähnliche Unwägbarkeiten des menschlichen Lebens aufgetreten sein, können diese nun als außergewöhnliche Belastungen vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. Der Abzug erfolgt nach Überprüfung der zumutbaren Belastung. Die zumutbare Belastung ist ein prozentualer vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgeleiteter Betrag. Dieser Betrag ist abhängig von der Lebenssituation und der Höhe der Einkünfte. Alleinstehend oder verheiratet, Kinder vorhanden oder nicht. Erst wenn diese zumutbare Belastung überschritten wurde, werden die Ausgaben, die über der zumutbaren Belastung liegen, steuermindernd berücksichtigt. Das Ergebnis dieser dargestellten Subtraktion nennt sich Einkommen. Weiter geht es mit dem Fall 12. Die zumutbare Belastung. Die zumutbare Belastung. Herr A. ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Gesamtbetrag der Einkünfte beträgt 50.000 Euro.
An unstrittigen außergewöhnlichen Belastungen hat er im Jahr 01 3000 Euro bezahlt. Wie hoch ist die zumutbare Belastung? Wie viel kann er vom Gesamtbetrag der Einkünfte an außergewöhnlichen Belastungen abziehen? Gemäß Beschluss 33 Einkommensteuergesetz beträgt die zumutbare Belastung 3% vom Gesamtbetrag der Einkünfte, also 50.000 Euro mal 3% gleich 1.500 Euro. Herr A. hat also eine zumutbare Belastung von 1.500 Euro und kann außergewöhnliche Belastung minus zumutbare Belastung 1.500, also die außergewöhnliche Belastung sind 3.000 Euro, minus die zumutbare Belastung sind 1.500 Euro, damit sind abzugsfähig 1.500 Euro vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen. Sehr schön. So, dann kommen wir mal zu sechstens. Das ist bei Aufbau der Einkommensteuererklärung sechstens. Nachdem das Einkommen ermittelt wurde, kommen eventuell noch der Abzug von Kinderfreibeträgen und der Härteausgleich ins Spiel. Vereinfacht dargestellt werden Kinder und somit Kinderfreibeträge berücksichtigt, wenn die Kinder generell das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. bis maximal zum 25. Lebensjahr, wenn sich das Kind in einer erstmaligen Berufsausbildung bzw. im Studium befindet. Steuerliche Berücksichtigungen finden die Freibeträge nur, wenn die Steuerentlastung höher ist als das erhaltene Kindergeld. Diese Überprüfung erfolgt ohne Antrag durch das Finanzamt. Ist das Kindergeld günstiger, bleibt es beim Kindergeld. Siebtens, der Härteausgleich erfolgt, wenn neben Einkünften der Tätigkeit als Antragsteller bzw. Arbeitnehmer nur noch geringfügige weitere Einkünfte erzielt wurden, keine als 410 Euro. Es erfolgt dann ebenfalls ein gestaffelter Abzug. Achtens. Das Endergebnis ist das zu versteuernde Einkommen und wird als Berechnungsgrundlage für die Berechnung der zu zahlenden Einkommensteuer und für eventuelle Vorauszahlungen zur Einkommensteuer herangezogen. Die Steuer wird mit einem Steuerbescheid durch das Finanzamt festgesetzt. So. Jetzt kommt es auf die Höhe des zu versteuernden Einkommens an und ob der Steuerpflichtige alleine oder mit einem Ehepartner zusammen besteuert wird. Jede natürliche Person hat einen Grundfreibetrag von derzeit 8.354 Euro, dessen Höhe hin und wieder einmal angepasst wird. In dem Zusammenhang spricht man auch vom steuerlichen Existenzminimum. Erst wenn das erzielte zu versteuernde Einkommen über diesem Grundfreibetrag liegt, werden Steuern erhoben. Bei Verheirateten, die eine Erklärung zusammen abgeben, verdoppelt sich der Grundfreibetrag. In dem Fall wird von der Zusammenveranlagung gesprochen. Der maximale Steuersatz im deutschen Einkommensteuerrecht beträgt 45%. Das bedeutet, dass in diesem Fall bei einem Einkommen von 100 Euro Einkommensteuer in Höhe von 45 Euro erhoben werden.
Die im Bescheid festgesetzte Einkommensteuer bildet für den Unternehmer auch die Bemessungsgrundlage für die vierteljährliche Vorauszahlungen. Die im Bescheid festgesetzte Einkommensteuer bildet für den Unternehmer auch die Bemessungsgrundlage für die vierteljährliche Vorauszahlungen. Im Gegensatz zum Arbeitnehmer, bei dem die Steuer in Form der Lohnsteuer direkt einbehalten wird, muss der Selbstständige immer zum 10.3., 10.6., 10.9. und 10.12. eine Jahresvorauszahlung entrichten. So. Übersicht 7 von den Einkünften zur Einkommensteuer. Das ist ein blauer Kasten. Und dann kommt im Wesentlichen noch Leitsatz 2 und dann bin ich fertig mit Lektion 3. Ich muss mich manchmal ein bisschen orientieren. Das ist gerade der Fall. Übersicht 7 von den Einkünften zur Einkommensteuer. Die Einkünfte werden summiert. Summe der Einkünfte. Und dann gibt es den Abzug von Altersentlastungsbetrag, soweit Voraussetzungen erfüllt sind. Entlastung für Alleinerziehende, soweit Voraussetzungen erfüllt sind. Und den Freibetrag für Land- und Forstwirtschaft, soweit Voraussetzungen erfüllt sind. Dann gibt es den Gesamtbetrag der Einkünfte minus den Verlustabzug, soweit vorhanden, minus den Sonderausgaben, soweit vorhanden, minus den außergewöhnlichen Belastungen, soweit vorhanden. Dann gibt es das Einkommen minus den Kinderfreibetrag, soweit Voraussetzungen erfüllt sind, minus dem Härteausgleich, soweit andere geringfügige Einkünfte vorhanden sind. So, und dann gibt es das zu versteuernde Einkommen, ZVE. Das zu versteuernde Einkommen bildet die Berechnungsgrundlage für die festzusetzende Einkommensteuer. Okay, so. Jetzt gibt es ein bisschen Text und dann den Leitsatz 2. Da ist er auf Seite 17. EÜA als Geldrechnung. Das ist die EÜA, die Subtraktion der Betriebsausgaben von den Betriebseinnahmen ist. So. Also Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben ist der Gewinn. Und das ist der Leitsatz 1. So. Also bevor der Leitsatz 2 kommt, noch ein bisschen Text. So.
Neben der Einkommensteuer wird noch der Solidaritätszuschlag und eventuell eine Kirchensteuer bei Religionszugehörigkeit angefordert. Bei beiden Steuern handelt es sich um sogenannte Zuschlagssteuern, weil für die Bemessung dieser Steuern die vorher festgesetzte Einkommensteuer maßgeblich ist. Die Höhe des Solidaritätszuschlags beträgt 5,5% und die der Kirchensteuer in der Regel 9% bei der festgesetzten Einkommensteuer. Wird keine Einkommensteuer festgesetzt, zum Beispiel wegen umfangreicher Verlustvorträge, erfolgt keine Festsetzung der Zuschlagssteuer. So. Jetzt kommt der Leitsatz 2. Dabei geht es um die Einkommensteuerveranlagung. Leitsatz 2. Einkommensteuerveranlagung. Die Einkommensteuer ist die Steuer natürlicher Personen. Es wird der erzielte Ertrag, das Einkommen, der Gewinn nach Abzug persönlicher Freibeträge und Ausgaben, Alleinerziehend, Sonderausgaben etc. eines Kalenderjahres besteuert. Die Einkommensteuer wird erst bei Überschreitung des Grundfreibetrages in Klammern Existenzminimums erhoben. Bei zusammenlebenden Verheirateten verdoppelt sich der Grundfreibetrag. Neben der Einkommensteuer können noch Zuschlagssteuern, in Klammern Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer festgesetzt werden. Die Festsetzung der Einkommensteuer erfolgt durch einen Steuerbescheid. So. Damit endet Lektion 3. Lektion 4 ist Einstieg in Umsatz- und Gewerbesteuer. Und ich gucke mal gerade, wie viele Seiten die hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. 25 Seiten. Die ist ein bisschen länger. Das wird eine längere Folge. Tschüss.